Vielen Dank. Ich möchte kurz über jenen Mann sprechen, der uns allen gezeigt hat, wenn man einen großen Traum hat und wenn man an ihn glaubt, dann kann man ihn auch verwirklichen. Yes, we can. Sie wissen längst, von wem ich rede. Es ist Klaus zum Winkel. Klaus zum Winkel, Sie erinnern sich, hat ja diese gemeinnützige Stiftung ins Leben gerufen. Ja, die Klaus-Zumwinkel-Stiftung zur Förderung von Klaus Zumwinkel. Ja, nun muss man auch sagen, Steuerhinterziehung ist in Deutschland ein Volkssport und viele haben halt von Berufswegen schlechte Trainingsbedingungen. Zumwinkel dagegen spielt erste Liga. Ich glaube, daher kommt auch dieser Volkszorn, nicht, dass sich die Leute sagen, oh, der hinterzieht da Millionen in Liechtenstein und ich kann gerade mal ein paar falsche Tankquittungen einreichen. Das Urteil, finde ich, ist soweit okay. Er ist jetzt ein verurteilter Straftäter, aber mit einer guten Sozialprognose. Und ich meine, das ist das Entscheidende, meine Damen. Er hat bereut, nicht? Er hat gesagt, das war der schwerste Fehler seines Lebens, dass er erwischt wurde. Nun bleibt aber die Frage, nicht wahr, von welcher Russenmafia eigentlich der Bundesnachrichtendienst diese CD gekauft hat. Nicht? Denn ja, das geht auch mit Ihren Daten. Laut eines Berichtes der Wirtschaftswoche sind die Daten von 21 Millionen Bundesbürgern auf dem elektronischen Schwarzmarkt erhältlich. Also Kontodaten, Bankverbindungen und so weiter. 3 von 4 deutschen Haushalten müssen befürchten, dass von ihren Konten Geld abgehoben wird, illegal. Da kann man also wirklich von Glück sagen, dass viele Konten bereits leer sind. Und immer neue Pannen werden bekannt, jetzt sogar bei der Bahn. Es ging ja los hier vor 2 Jahren bei der Dings hier. Nicht Stasi, die andere. Telekom. Bei der Telekom sind 17 Millionen Kundendaten, tja, verloren gegangen. Schade eigentlich. Und da hat man überlegt, was soll man machen? Soll der Schäuble verschärft online Streife gehen? Da sagen die Experten, das bringt nichts, weil das Problem ist nicht der unberechtigte Zugriff, sondern der Zugriff von Berechtigten. Das heißt, durch Schäuble wird es nur schlimmer. Der Schäuble, muss ich ehrlich sagen, der kommt mir im Moment sowieso so vor wie so ein, ja, so ein Automechaniker, der am Auto die Bremsen ausbaut, mit der Begründung, sie könnten versagen. Aber jetzt hat das Kabinett ja ein neues Datenschutzgesetz erlassen, vielleicht haben Sie es mitbekommen, und das Gesetz geht jetzt so. Also bisher mussten wir Bürger ja einer Datenweitergabe aktiv widersprechen, jetzt müssen wir grundsätzlich zustimmen. Das finde ich gut. Da steht dann, sind Sie einverstanden, dass Ihre Daten zu Werbezwecken weitergeleitet werden, sodass unter Umständen wildfremde Menschen von Ihrem Konto in unerlaubter Weise Geld abheben, Sie damit in einen finanziellen Ruin stürzen, dass Ihnen am Ende nicht einmal mehr der Schuldenberater Peter Zwegert helfen kann? So, wenn Sie jetzt Ja ankreuzen, sind Sie selber schuld? Wenn Sie nichts ankreuzen und sich die Kriminellen an diese Bestimmungen halten, dann sind Ihre Daten sicher. Wissen Sie, was eigentlich das Beste wäre? Am besten wäre eigentlich, man würde seine Kreditkarte überhaupt nicht mehr benutzen. Man müsste eigentlich alle Einkäufe bar erledigen. Wir müssten unsere Miete beim Vermieter persönlich vorbeibringen. Das Beste und Sicherste wäre, wir kehren alle zurück zur Tausch- und Naturalienwirtschaft. Aber Achtung, wer will schon beim Tanken 2 Hühner dabei haben?